Wer bin ich? Das Thema: bittere Wurzel erkennen. Wenn dir das Video heute geholfen hat, leite das weiter an andere und schreib uns gerne einen Kommentar. Wir würden gerne von euch hören. Der Selbstwert eines Leiters ist so wichtig, weil er so viele Beziehungen hat mit so vielen verschiedenen Menschen. Und wenn er in der Lage ist, um seine Beziehungen in eine gesunde Art und Weise zu pflegen und aufzubauen, dann baut er selbstverständlich ein wunderbares Team. Und deswegen möchte ich mit diesem Video ein bisschen tiefer gehen, an dieser Stelle Selbstwert und wo kommt es her? Unser Selbstwert hat drei verschiedene Aspekte. Unser Selbstwert wird bestimmt von unserer inneren Einschätzung, unseren Fähigkeiten. Vielleicht haben wir die Idee, dass wir unfähig sind, oder vielleicht wurden wir sehr stark geprägt von Menschen, die Perfektionisten gewesen sind. Diese innere Einschätzung der eigenen Fähigkeiten nehmen wir mit. Sie prägen den Selbstwert. Zweitens, das soziale Umfeld. Ich könnte deine Freunde anschauen, oder deine Freunde damals, oder deine Freunde durch dein Leben oder deine Familie. Und ich würde erkennen können und tippen können, was du für ein Mensch geworden bist. Das soziale Umfeld ist etwas, was den Selbstwert bestimmt. Und drittens, unser äußeres Erscheinungsbild. Frisur, Probleme mit unserem Gewicht, Kleidung und so weiter. Das sind Dinge, die uns in unserem Leben bestimmt haben und unser Selbstwert bestimmt haben. Und Dinge, die andere Menschen uns gesagt haben in diesem Bereich, sie brennen einfach ein in unser Gedächtnis und wir vergessen das nicht. Gruppendruck von außen prägt uns auch. Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir erkennen, wo kommt es her? Ich habe eine Vorgesetzte in unserer Firma damals, als ich in Südafrika im Berufsleben gearbeitet habe. Und es war meine Aufgabe, zusammen mit einigen anderen Leuten einen Vortrag vorzubereiten zu einem bestimmten Thema. Und ich habe sehr viel investiert in diesen Vortrag und ich habe das gebracht. Das war vom Inhalt her wirklich sehr, sehr gut. Aber hinterher hat der Vorgesetzte von mir nur gesagt, langweilig, langweilig, langweilig. Und diese Aussage über meine Leistung an dem Tag, das hat mich ganz lange geprägt. Das hat einfach sehr oft in diese anfängenden Jahre, auch im Dienst, wo ich dann oft vor Menschen hier gestanden habe, hat das einfach mein Denken geprägt. Ich wusste nicht immer, wo das herkam, aber als ich mich hingesetzt habe und darüber nachgedacht habe, wusste ich, wo ist einfach dieser Ursprung gewesen. In Hebräer Kapitel 12, Vers 15 steht folgendes: Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Unser Leben könnte wie ein Baum verglichen sein. Ein Baum hat Wurzel, die Nahrung aufnimmt. Und wenn diese Nahrung gut ist, wenn es frisch und rein ist, das geht rein und wir tragen Früchte davon. Und wenn diese Wurzel aber Gift aufgesaugt hat, dann ist es natürlich auch so, dass in den Früchten das zu sehen ist. Die Früchte sind nicht das, was man erwartet. Das Problem ist aber, dass man die Früchte im Leben sieht, aber nicht immer weiß, wo sie herkommen. Weil man hat nicht die Zeit genommen oder hat nicht die Offenbarung gehabt, wo kommt das wirklich her? Und heute möchte ich euch ermutigen, durch das, was ich heute bringe, zu sagen, schaue einfach diese Früchte an und überlege, wo sie herkommen. Dieser Prozess mit uns als Menschen, das fängt ganz früh an im Leben. So haben wir Liebe, haben wir Wärme bekommen, haben wir Ablehnung bekommen, haben wir Haltungen entwickelt in uns, weil andere uns vergiftet haben mit irgendwelchen Gedanken. Und oft ist es so, dass wir danach eine Weile eine Brille aufsetzen und diese Brille aus einer bestimmten Erfahrung fängt an, dann alles andere im Leben
in dem Bereich auf, dieser Farbe zu geben. Und wo das von einem Ereignis herkommt und nur auf dieses eine Ereignis da verbunden wird, wird es aber in uns dann zu einer Eigenschaft in unserer Beobachtung vom Leben dann entwickelt. Und das ist für unser Leben natürlich auch Gift. Deswegen ist es so wichtig, dass diese bittere Wurzel in unser Leben dann rausgenommen wird, damit wir an dieser Stelle wirklich wieder rein sind und ein Selbstwert haben, wie Gott ihnen das vorgestellt hat. Dabei geht es darum, wie wir infolge der Verletzungen angefangen haben, Gott, uns selbst und andere und das Leben zu sehen. Und Gott möchte, dass wir einen Blick bekommen, der von ihm kommt. Manchmal entwickeln wir das aus unseren Erfahrungen mit anderen. Manchmal brauchen wir einen Seelsorger, vielleicht brauchen wir eine Predigt oder so Erkenntnisse an dieser Stelle, die uns helfen, auf einmal zu erkennen, was eigentlich uns prägt als Menschen. Es ist der einzige Weg zur Freiheit und manchmal führt das natürlich auch dazu, dass wir vergeben müssen für die Dinge, die gegen uns getan wurden. Aber das wird für uns eine Hoffnung. Und diese heute soll für dich eine Hoffnung sein. Du kannst einfach rauskommen und anfangen, gute Früchte zu bringen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das ist meistens ein Prozess. Meine Frau hat ein Auto gehabt, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Und dieses Auto hat ein Problem gehabt mit dem zweiten Gang. Und ganz unbewusst hat sie angefangen, das Auto zu fahren, als wenn es keinen zweiten Gang hat. Sie hat einfach erster Gang, dritter Gang, vierter Gang benutzt und sie konnte das Auto fahren mit nur drei Gängen. Das ist möglich. Das ist nicht angenehm, aber das ist möglich. Und ich vermute, dass es viele Menschen gibt, die anfangen in ihrem Leben nur mit einigen Gängen zu fahren, wo sie eigentlich dann alle Gänge brauchen. Es ist ein Prozess. Und wir müssen erkennen, wo wir Automatismen eingebaut haben, wo Gott eigentlich ein anderes Bild, ein anderes Leben für uns vorbereitet hat. Drei Bibelstellen für euch. Psalm 139. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Ich bin auch Gottes Kind. Johannes 1, Vers 12. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du ein Christ bist, bist du ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes. Das muss in deine Seele hineingehen. Und drittens, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir sind seine Schöpfung. Er macht nichts, was zweitklassig ist. Er macht Dinge, die ausgezeichnet sind. Er hat uns ausgezeichnet geschaffen. Die Anwendung für heute. Erstens, identifiziere die schlechten Verhaltensmuster in deinem Leben. Nimm dir Zeit, schreib sie auf. Zweitens, identifiziere die schlechten Gedankenmuster in deinem Leben. Drittens, welche Wurzel könnten die Ursache sein? Und viertens, rede mit einer vertrauten Person, die dir in diesem ganz gesamten Prozess helfen kann. Mein Herz ist es, Menschen in Leidenschaft zu bringen, Leiden zu sehen, die wirklich in ihrem Herzen heil sind, die viele wunderbare Beziehungen haben und wo keine bittere Wurzel vorhanden sind.